Ein Yu-Gi-Oh! Deck zu bauen ist teuer, aber nicht wirklich schwierig. Durch Seiten wie Card Market, eBay und Amazon hat man alle Karten schnell zusammen. Auch durch die richtigen Sets und fertige Decks bekommt man die nötigen Karten irgendwann zusammen. Ich stelle mich der ultimativen Herausforderung. Ich baue ein kompetentes Deck nur durch Zufall. Wir fangen an mit zufälligen Booster Packs als Basis. Jede Woche öffnen wir ein zufälliges Booster Pack. Und eine Zufallskollektion mit einem Budget von unter 10 Euro. Das ist Random Only. Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube. Ich bin Zauberziehen. Das ist Random Only Nummer 9, wenn ich es richtig gesehen habe. In der nächsten Folge werden wir auch mal so einen kleinen Überblick über unseren Binder bekommen, um zu gucken, was für Karten wir gezogen haben, die wir eigentlich gar nicht benutzen können. Die wahrscheinlich jetzt nicht wirklich wertvoll sind, aber die gucken wir uns nächste Folge auf jeden Fall mal an. Heute geht es erstmal wieder darum, können wir unsere Karten besser machen. Ich habe jetzt in den letzten Folgen schon oft über die Ancient Warriors geredet. Ich werde mal in der nächsten Folge, je nachdem was wir heute ziehen, mal gucken, ob wir das Deck irgendwie spielbar machen können. Denn ich glaube, wenn wir heute noch ein paar davon bekommen, dass das Deck irgendwie zumindest funktionieren könnte. Vielleicht ein bisschen besser sogar als das Deck, was wir aktuell halt haben. Aber würde ich sagen, ohne Verzögerung geht's jetzt ins Opening rein. Oh ja, es ist wieder Zeit. Random Pack plus Random Pack. Wer kennt's nicht? Zuerst wie immer die 100 Stück. Wir fangen mal so rum diesmal an. Letztes Mal haben wir andersrum angefangen. Diesmal machen wir es richtig. Und hoffentlich kriegen wir irgendwas Cooles. Denn letzte Folge war ja nicht ganz so krass. Getriebische Halskette. Gebieterische Halskette. Hypnotische Kontrolle. Chaosende. Diamant des Quokimairu. Kontakt. Federschuss. Riesentronade. Levionier. Können wir nicht wirklich benutzen, aber nicer Pickup für irgendwas in Zukunft. Drehaugen-Schlangen-Zeugdrache. Digitalkleber Kerlkohlweiß. Giftige Mumie. Interessant. Vorherbestimmtes Ritual. Gehirnkontrolle. Schade, es ist noch die Odonerata. Wir müssen leider die neue spielen. Dann haben wir Smart-Schildkröte. Zwangsevakuierungsgerät. Ja, richtig guter Pickup. Zu voller Größe wachsen. Jagdinstinkt, Überlebensinstinkt, die Geburt eines Helden, Puppenpflanze, Blitzknall, Klonen, Alter Geist Tarnung, die ist natürlich scheiße, Heldensignal, Crystal Raigeki, Vollstrecker, Diener des Pharao, jetzt kommen wir den ganzen Normalmonster, mystische Elfe, Armail, und dann haben wir beschützende Seele Aylin. Wüstentapir, das sind aber zwei, muss das nicht Tapire heißen? Endgültiges Schicksal, das wäre natürlich insane. Wobei wir die Action resolven könnten wahrscheinlich. Seelenrückkehr. Stachelelfe. Arcana Bogenschütze des Waldes. Seelenrückkehr. Torpedofisch. Dora des Schicksals. Krieger von Cera. Waffenwechsel. Ballonechse. Rasender Kampfochse, gelbglänzender Schild, die Karte ist halt so scheiße. Vervielfältigung von Ameisen, interessant. Opfer ein Monster, Muka Muka, bekannter Ritter, Vollstrecker, Schwertkämpfer, rasender Kampfochse, Psy-Schnecke und Spiegelrüstung. Deprimierend. Die Puls waren ja ultra jetzt. Also Zwangsevakuierungsgerät, auf jeden Fall ein Pickup, aber das war's auch schon. Dann haben wir Brücke der Evolution. Chaosende. Geschmolzener Zombie, ja, so fühle ich mich gerade auch. Spinnenei. Schönes Artwork. Wachsamkeit des Champions. Nutzt uns nur nichts. Scharlachrote Sicherheit. Geister des Sturmangriffs. Maschinenkönig 3000 vor Christus. Versiegelung von Raiton. Aromakrug. Gar nicht so kacke. Kamelhöcker. Geheimnisvoller Panzerdrache. Trommrilla. Feuchte Winde. Silberklaue. Wir müssen wirklich mal gucken, ob wir ein Künstlerkomplex zusammen bauen können. Wir haben mittlerweile so viele Karten davon. Da muss ich mir wirklich mal angucken. Paradiesvogel. Opera, die musikalische Diva. Tamtam, die musikalische Diva. Wir bekommen ein bisschen mehr davon. Wir brauchen aber eine Maestra-Karte. Schergin der Königin. Dann Kakahori Geldspeicher. Ungeheuer Gamre.
göttliche Reliquie Mjölnir, nordischer Aszent Mirmir, Zündphönix, Feuerritter, Karte, krass. Der Squawken, die Fusion haben wir schon mal auf jeden Fall. Der Swash, oh, gib mir mindestens ein Playset, Jungs. Cyber Erstensavettler, Seele Eileen, Zündphönix, Trickkiste, Paladin, Zombina, vom Weltkirch herbeigerufen, Wendschrecken Wiedergänger, starker Kommandant, Staple Wiederbeleber, Sicherungssekretärin, interessant, Schwerkraftpeitsche, oberste Wut, lächelndes Universum, Herz des Weltvermächtnisses, Herkunft des Revenge-Schrecken. Wir haben ein paar Revenge-Schrecken, Ritualmonster. DDD, lasterhafter Typhoon, Machtgeschwindigkeit, Puls, mein Gott, Pulsmin jedes Mal. Samurai-Schädel, Galaxiewurm, Hackwurm, Vogelleiter und hier kommen die Rares. Oh mein Gott, alte Kriegesage. Wir haben, ist egal, was tut, es ist auf jeden Fall eine Spell-Trap, eine Spell von dem Themendeck. Das ist die zweite jetzt, die wir haben, ich glaube die dritte. Da müssen wir nochmal reingucken. Und Lu Dung, die haben wir letztes Mal auch gezogen, glaube ich. Und Scherenschneider. Roxy-Drache schon wieder, haben wir letzte Folge auch gehabt. Und letzte Karte ist Ultimatives Fund, auch die haben wir letzte Woche schon gehabt. Das ist natürlich richtig sad. Wenn wir in Random Packs immer die gleichen Karten kriegen, ist natürlich nicht so viel Cooles dabei. Also nicht für euch auf jeden Fall. Aber wir haben noch unser Random Pack, Dark Saviors. Da sind die Skyscraper rausgekommen und die Felsöhner und ein paar Vampire-Karten. Ich hoffe, ich kriege ein paar Skyscraper-Karten. Vielleicht irgendwas Gutes. Ertränkende Spiegelkraft. Das ist eine gute Fallenkarte für uns. Vampirzauberer. Schattenvampir. Himmelsjäger Arsenal Herkules Basis und Himmelsjägermanöver Störwellen. Das ist tatsächlich gar keine so schlechte Karte für uns. Wir müssen mal gucken, wir können von denen wahrscheinlich ein paar spielen. Also, die können wir auf jeden Fall spielen. Und die wahrscheinlich sogar auch. Also, das war echt ein ganz cooles Pack sogar. Hätte ich gern mehr von. Weiter zu mir. Ja, das Opening ist wie immer, ich sage jetzt nicht enttäuschend, aber nicht unbedingt hilfreich, sagen wir es mal so. Wir haben natürlich jetzt zwei Traps, die wir benutzen können. Wir können gucken, dass wir so ein bisschen was switchen im Deck. Aber wirklich gut war das jetzt nicht und wirklich hilfreich auch nicht. Ich zeige euch einmal ganz kurz das Deck, mit dem wir heute spielen werden. Und das Deck ist einmal das hier. Gab keine großen Änderungen, deswegen gehen wir da ganz schnell mal drauf ein. Unser Ziehglück ist ja in den letzten Wochen ein bisschen beschissen. Deshalb haben wir immer noch zwei Schlangen G. Einmal Orochi. Zwei Schnellziehsynchronen. Einmal den primitiven Schmetterling. Und den Cyberdragon. Das sind unsere High-Level-Monster, die wir noch haben. Die synergieren relativ okay. G ist eine ganz okaye Karte. Aber das war's auch schon. Dann haben wir noch zwei Summoner Monk, Padding Sessur, zwei Lantern Shark, zwei Kreissägenhai und zweimal Fairy Tail Luna und das eine XYZ Slidolphin. Unsere Tuner Schirm, Alumirage, Atara und der magische Hund. Auch das nichts geändert. Spell-Lineup ist auch immer noch die gleiche. Supply Squad, Shrink, Angebote, MSTs, Smashing Ground, Stimmen, Destrugi-Karte, Swords, Vortex, Reasoning und zurück zum Anfang. Fallen haben wir jetzt ein bisschen hochgepusht. Wir haben jetzt einmal Zwangsevakuierungsgerät, weil wir sie gezogen haben. Genauso wie die ertränkende Spiegelkraft. Die kann halt mal wichtig werden. Waboku, Enmas Urteil, Zielgenauer Wache und Dark Bribe. Sind unsere Traps. Das sind wirklich gute Traps, die uns halt am Leben halten oder was entfernen können oder halt ein Blowout sein können, aber jetzt keine richtig guten Karten. Extra Deck, Zeroboros zweimal, Celine, Hulk, Proxy, sichere Wache, Schwerkraftbeherrscher und Werkstoffrädern immer noch dabei. Dann haben wir Vespinato, Lanzenkämpfer, Haifestung, Utopia, Antileuchtende Ritter, Gaga Samurai und Nummer 30, Acid Golem of Destruction. Und für Side-Deck haben wir ein bisschen was umgeswitcht. Gagaga, Hydralender haben wir jetzt im Side-Deck. Wir haben unsere Störwellen in Side-Deck gepackt, weil die könnte theoretisch halt resolven.
Jinso, Chiron, Sephiroth, gerümpelte Brecher, Kettengiraffe, Seelenlöser, Tornado, Deckblockade, Dimensionsriss, Apokryphen, Fallbetäubung, auf Anordnung des Kaisers, das sind unsere Side-Deck-Karten. Das war's schon mit dem Deck. Ist wert jetzt nicht das krasseste Deck, aber es ist zumindest ein bisschen konstanter als die Wochen davor und wir haben ein paar mehr Removal. Jetzt wie gesagt ganz schnell gemacht, weil gab keine großen Änderungen im Deck. Deswegen möchte ich damit jetzt nicht langweilen. Deswegen würde ich sagen, wir gehen direkt in die Games rein, denn im Vergleich zu letzten Mal habe ich diesmal keinen Replay aufgenommen. Ich hatte ehrlich gesagt nicht so viel Zeit. Und deshalb werden wir jetzt direkt in die Games starten, um mal zu gucken, was geht denn da so ab? Was können wir machen? Was für Decks spielen die Gegner? Können wir die irgendwie aufhalten, zerstören? Mal gucken. Gucken wir mal. Erstes Match, wir gehen Second. Bin ich ein wenig glücklich drum, auch wenn das natürlich First gar nicht so scheiße gewesen wäre. Inspector Border. Wenn das so anfängt heute, dann wird das bestimmt richtig gut. Also wir können das auf jeden Fall outen. Die Frage ist halt, wollen wir das auch outen? Denn wir können einen Rang 4 machen. Oder wir könnten den Fake hauen. Ich würde sagen, wir aktivieren einfach Smashing Ground und sagen bye bye zu dem Inspector Border. Und er gibt auf. Er hat das komplette Match verlassen. Ja, seht ihr, so könnt ihr gewinnen. Das zweite Match gegen Smiley. Gucken wir mal, ob Smiley ein bisschen besser drauf ist als der erste. Wir haben schon wieder Boardings in der Starthand. Und er spielt Virtual World. Ich möchte übrigens erwähnen, wir spielen hier auf Casual. Das heißt, das sind meistens Spieler, die halt das Deck nicht wirklich beherrschen, das mal ausprobieren wollen. Wobei das ein ganz guter Start ist. Ich hasse Ido Pro. Was soll der Scheiß? Ja, komplett rausgegangen. Klar. So, drittes Match. Diesmal gegen einmal Lionbird. Wir gucken mal, ob diesmal ein richtiges Match zustande kommt. Und die nicht wieder alle sofort aufgeben. Denn das, wie ihr gerade gemerkt habt, triggert mich richtig. Denn ich finde es immer geil, wenn Leute, die halt ihre Combo verkacken, dann direkt aufgeben. Wo ich mir denke so, das kann dir doch immer passieren. Spiel doch weiter und guck, was passiert. Denn dass du jedes Mal das Optimale von deiner Combo spielst, unwahrscheinlich. Wir spielen gegen einen Grenmage-Deck. Ja, gut. Da werden die Karten auf jeden Fall helfen. Ich hätte nur eine Spell gebraucht, dann wäre alles gut gewesen. Aber nein, dann setzen wir jetzt hier Sledolphin und zwei Backrows. Denn sonst hätten wir Access Code machen können. Also wir können die auf jeden Fall aktivieren, um die zu schießen. Das Problem ist halt, er wird sich halt jetzt extrem viele Life Points generieren. Yep, Life Points. Wow. Wow. Ja, mache ich nix. Da mache ich nix. Wir müssen jetzt noch Gizmec plus, also Gizmec plus Grenmage und dann ist Game. Wenigstens meine Katze möchte noch mit mir spielen. Denn Lionbird macht gerade nix. Da muss man in die Kamera da vorne reingucken. Ne, Eater of Millions plus Grenmage. Da würde ich doch mal sagen, Game 2, oder? Yep, Game 2. Falls ihr schnurren hört, meine Katze ist auf jeden Fall immer noch am Start. Heart of Duality. Kriegst du wieder den Maju? Komm. Dimension Shifter. Evenly matched. Okay. Ekelhaft. Und der endet quasi auf nichts. Dann hauen wir es mal weg. Meine Karte wird gebanished. Und dann machen wir doch einfach mal unseren Lanzenkämpfer. Und rennen für ein bisschen Damage rein, weil warum nicht? So, ein bisschen Damage machen wir hier. Zack, zack. Dann setzen wir auf Anordnung des Kaisers. Die ist halt für Necrophase, das ist halt ganz wichtig, dass er die Karte nicht zurückholen kann. Aber er wahrscheinlich ein Desires getopdeckt und zieht dann den Grimmage rein. Ja. Da ist der Desires. I'm waiting. Aktivier. Flederwisch. Natürlich. Okay. Da ist der Grimmage. Was tun wir jetzt? Die bewahren wir uns auf jeden Fall auch für einen neuen Grimmage. Denn wir machen jetzt mit Celine, machen Zeroboros. Das Witzige bei Zeroboros ist ja, je stärker seine Monster werden, desto stärker werden ja auch meine Monster. Die Frage ist, kann ich mit Zeroboros sein Monster schon outen? Ich glaube schon, oder? Ich müsste über Grenmage drüber rennen können, tatsächlich. Ja, easy sogar. Jetzt verwenden wir seine Strategie gegen ihn selbst. Und jetzt müssen wir die Karte setzen, weil wenn der noch einen Grenmage top deckt, ist halt doof, aber das brauchen wir halt. Oder er hat Gizmec und Special den hier rein, dann ist er direkt tot. Special den dahin? Nö. Okay, Life Points.
Das ist zu wenig, mein Freund. Ja. Aber Grimmage wird dir jetzt nicht helfen. Ja, jetzt kommt Zeroboros zurück. Ich habe den gezogen. Aber wir können halt keine 12.200 Damage machen. Das ist halt das Ding, ne? Und wir können zumindest seinen Grimmage aufhalten, wenn er ziehen sollte. Sagen wir das mal so. Das macht jetzt hier ein bisschen Damage. Heißt, witzigerweise kontrollieren wir gerade das Spiel mit Zeroboros. Weil jedes Mal, wenn er was banisht. Ja. Das ist natürlich super. Naja, immerhin haben wir Pinpoint gerade gezogen. Immerhin etwas. Scapegoats. Divine Serpent G. Das bringt mir nichts, deswegen machen wir Card Destruction. Das ist natürlich sad. Wir können nichts gegen seine Scapegoats machen. Das heißt, er wird auf jeden Fall jetzt gleich hier ein richtig heftiges Monster hinlegen. Die Frage ist, was sollten wir denn zurückholen? Das wäre die große Frage, ne? Ja, Phoenix ist auf jeden Fall eine Karte, die meine Karte ortet. Okay. Also bei uns läuft auf jeden Fall. Das macht er wahrscheinlich selber Zeroboros. Phoenix, beste Karte. Da, Zeroboros, sag ich doch. 6.100 Life Points. Ja, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Nutzlos. GG. Und das konkludiert auch einmal Folge Nummer 9. Wir können nicht mal gegen ein schlechtes Grenmage Deck gewinnen. Dieses Deck ist halt einfach nicht gut. Wir haben ein paar neate Plays im Deck drin, aber nichts Gutes, was halt uns recovern kann. Also wir haben quasi ein Play, was wir machen können. Wenn das Play nicht durchgeht, dann sind wir ganz schön am Arsch. Ja, wenn es euch gefallen hat und ihr dacht, oh, der arme Aubutin, gebt mir mal ein Mitleids-Like. Und wenn ihr mehr von der Serie sehen wollt, lasst mir mal ein Abo da. Wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr mehr solche Sachen machen. Für alle, die das hier sehen werden, guten Rutsch ins neue Jahr. Ich werde noch ein Video machen dieses Jahr, höchstwahrscheinlich. Bis dahin, haut rein. Ciao, Leute.